sozusagen die Klimawissenschaft hat gesprochen. Wir müssen den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf 2 Grad begrenzen. Und dann müsste man ausrechnen, wie die Emissionsreduktion das bewirken müsste. Wenn da nicht ein anderes Risiko wäre, das vor allem in den Klimaverhandlungen in Bonn eine dominante Rolle gespielt hat, nämlich das Risiko der Klimawissenschaft.